Auf der Autobahn Richtung Wasserkante. Ziel? Die Werder Partnerschule IGS Wilhelmshaven. Hunderte von Schülern erwarteten dort die Gäste vom SV Werder Bremen mit Klaus-Dieter Fischer, Frank Baumann, Naldo, Peter Niemeyer und Juricza Franjes sowie Dolmetscher Roland Martinez. Angesagt war die allseits beliebte Fragestunde. Peter, musstest du irgendwas aufgeben, dich von einem schönen Laster trennen, damit du Fußballer werden kannst, und zwar im professionellen Bereich? Ich denke, um deinen Traum zu leben, und das ist Fußballprofi für mich, muss man schon mal zurückstecken, aber das hat man dann gerne gemacht, auch in der Jugend. Ich denke, es ist auch wichtig, in der Schule gut zu sein und somit dann auch die Leistung auf Platz bringen zu können. Und deswegen, also sicherlich musste man ab und zu mal zurückstecken, aber das hat man dann gerne getan, um im Sport erfolgreich zu sein. Naldo, wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Lieblingsessen? Und welche Rolle spielt Ernährung für einen Fußballprofi? E minha comida favorita é feijoada, né? Acho que eles não conhecem, mas feijoada típico brasileiro. Das war portugiesisch. Gehört das eine gute Maus? Nein, Herr Martinez. Also sein Lieblingsessen ist Feijoada, das kennen die meisten hier wahrscheinlich nicht. Das ist so ein Bohnengericht mit Fleisch und Reis. Und das ist sein Lieblingsessen. Und er sagt allgemein, die Ernährung ist natürlich sehr wichtig. Als Fußballer muss man auch achten, dass man sich gut ernährt. Und das tut man halt auch. Und er isst auch gerne brasilianisches Essen hier. Die Frage kommt von Henning. Tut das nicht weh, so viele Kopfbälle machen zu müssen? Nein, das lernt man ja. Das Problem ist, wenn man zu viele Kopfbälle macht, dann sterben irgendwann ja auch mal ein paar Gehirnzellen ab. Ich weiß nicht, ob ich zu viele gemacht habe, aber bis jetzt geht's noch. Und wenn man den Ball richtig trifft, dann tut's auch nicht weh. Frank, aus deinen vielen Jahren im Profigeschäft, hast viele Spieler, denke ich mal, im Team gehabt, hier bei Werder, aber vorher in Nürnberg. Wie sieht das da aus mit Freundschaften? Was ist da geblieben? Ja, es bleibt natürlich, wie im richtigen Leben auch, wirklich ein paar richtig gute Freunde, und bei uns bei Werder ist es, denke ich, auch so, dass wir uns in der Mannschaft sehr, sehr gut verstehen, dass wir natürlich auch sowieso im Training und im Hotel schon sehr, sehr viel zusammen sind, und der eine oder andere dann privat auch noch miteinander was macht, aber ich denke, es ist wie in der Schulklasse auch, es gibt eben Schüler oder Mitspieler, mit denen man etwas mehr dann auch in der Freizeit macht, und das ist, denke ich, kein Unterschied zu einer Schulklasse. Juricza, du hast erzählt, viele Freunde sind noch in Kroatien. Wie ist das mit ehemaligen Mitspielern in Stuttgart und Leverkusen? Hast du da noch Freundschaften? Telefoniert man da mal? Ja, sicherlich. Wenn man spielt mit vielen Spielern zusammen, bleibt immer in Kontakt. Hier auch besonders in Werder Bremen, wir sind jeden Tag zusammen, manchmal gehen wir was essen zusammen, trinken nach dem Training und so. Klar, man muss bleiben in Kontakt. Und Herr Fischer, Sie müssen natürlich auch fragen, wie sieht es da aus mit Freundschaften? Sie sind ja auch schon ein, zwei Jährchen im Geschäft. Wie ist das mit Bekanntschaften, Freundschaften, vielleicht sogar in den Führungsetagen von anderen Bundesliga-Vereinen? Ich denke mal, eine innige Freundschaft wird Sie mit Uli Hoeneß verbinden. Ja, aber das wird immer sehr hochgespielt. Also wir haben ein vernünftiges Verhältnis zu allen Bundesliga-Vereinen. Dass sich da keine Freundschaften entwickeln können, ist klar, denn wir sind Konkurrenten im Bundesliga-Geschäft, aber wir haben einen guten Kontakt zu allen Vereinen. Und ich habe gerade eben gesehen, dass einer von den Jungs da vorne seinen Dortmund-Schal hochhält. Er wollte mich vielleicht provozieren, aber dazu muss ich was ganz anderes sagen. Wenn es Dortmund nicht gäbe und wenn es Bayern München nicht gäbe und wenn es HSV nicht gäbe und Schalke, gegen wen sollte Werder Bremen denn spielen? Also wir brauchen auch die anderen Vereine, ne? Das ist doch wohl klar, okay? So, liebe Jungs, liebe Mädchen, herzlichen Dank für eure Fragen. Das waren ganz faire Fragen, und Werder Bremen möchte sich bei euch bedanken. Und Herr Hildebrand, das wird jetzt Ihre schwierige Aufgabe werden. Wir haben eine Einladung mitgebracht fürs Weserstadion. Und zwar 100 Karten für das Spiel Werder Bremen gegen Hertha BSC. Ich übergebe,
Ich übergebe das eurem Schulleiter, der hat die schwierige Aufgabe, das zu verteilen. Okay, Schüler, Peter Niemeyer, Frank Baumann, Jürgen Zafranius, Maldo und natürlich unser Übersetzer Martinus. Ihr bleibt bitte einen Schritt zurück. Nach der ausgiebigen Fragestunde ging es weiter zur nächsten Station, Autogramme schreiben. Immer nah dabei, Schulleiter Gerhard Hildebrandt. Ich denke, das ist ein ganz besonderer Höhepunkt in unserem Schulalltag, weil wir durch den Besuch der Werder-Profis und durch Herrn Fischer natürlich die Kontakte, die wir zu Werder Bremen haben, praktisch also zu einem neuen Höhepunkt ausgebaut haben. Weil an diesem Tag mit viel Bewegung und mit viel Sport und auch Unterhaltung, denke ich, ein ganz besonderer Tag für unsere Schülerinnen und Schüler ist. Getreten werden. Und es wurde keine leichte Aufgabe für die Professional Players. Anfänglichen Schwierigkeiten, dann doch noch am Ende das Erfolgserlebnis für die Bremer Bundesligisten. Natürlich auch hier die Stimmen zum Spiel. Am Anfang hatten wir genauso Probleme wie in Stuttgart, aber dann zum Schluss kam er doch nochmal, hat sich die Routine durchgesetzt. Ja, wir sind schlecht begonnen, aber haben nachher zum Schluss doch noch aufgeholt. War sehr schwer, aber ist nachher doch noch geklappt. Na also, die Verhältnisse wurden letztendlich doch klargestellt. 100 Schulen, 100 Vereine, der Werder auf Tour. Demnächst mehr hier an dieser Stelle.